Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Stumble Guys. Victor hat mein Video auf YouTube gezeigt, bei dem man die besten Tipps, Tricks und Shortcuts in Stumble Guys herausfinden soll. Und er meinte, dass wir mit diesen Tricks jede Runde gewinnen können und das werden wir heute ausprobieren. Dafür gehen wir mal rüber zu YouTube und wir schauen uns jetzt das Video mal an. So, der erste Trick ist auf dieser Map hier. Okay, wenn man hier über die Borders geht, dann kann man hier außen vorbeispringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein cooler Trick ist. Also ich zeig's euch nochmal. Man soll hier halt über die Border gehen und dann außen vorbei. Dann hat man auf jeden Fall nicht das Problem mit dem Pinsel. Also das kann einem schon was bringen. Das probieren wir dann gleich mal aus. Danach kommen dann diese Dinger hier. Soll man einfach rutschen und dann kann man einfach außen an dem vorbeispringen. Der hat gar keine Hitbox an dem Ding. Alles klar. Okay. Und der dritte Trick ist, wenn wir auf der Map jetzt... Er hat emoted. Kann man einfach vorbeilaufen? Was? Nee, oder? Und man kann über das Ding rüberspringen, wenn man so einen Jump macht. Alles klar, okay. Gut zu wissen. Der nächste Trick auf der Map ist hier, diese Border zu benutzen. Ja, ja, das habe ich auch schon gemacht, als ich das erste Mal Stumble Guys gespielt habe mit Victor. Da habe ich auch diese Border benutzt. So, der sechste Trick ist hier... Oh, man kann komplett rüberspringen bei dieser Plattform. Dadurch spart man sich auf jeden Fall Zeit. Und man kann im Notfall hier auch über die Border außen vorbeigehen. Alles klar. Gut zu wissen, der wurde da gerade umgeboxt. Und der letzte Trick auf der Map ist, dass man auch links über die Border gehen kann. Ah, okay, das war jetzt offensichtlich, dass das geht, oder? Na gut. Ich würde sagen, diese Tricks, die probieren wir einfach mal aus. Ich gehe jetzt hier erstmal in Stumble Guys rein in eine neue Runde. Und ich hoffe, dass wir auch direkt diese Map bekommen. Aber das ist ja so eine sehr häufige Start-Map. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir sie kriegen. Und wir kriegen... Was soll das denn? Jungle Roll. Oh, für Jungle Roll haben wir keine Tipps und Tricks, glaube ich. Ich gehe einfach mal durch. Okay, okay, das scheint ja aktuell richtig einfach zu sein, hier einfach langlaufen. Hä? Wo ist die Schwierigkeit? Sag es mir, ich sehe sie nicht. Ich sehe die Schwierigkeit nicht. Wisst ihr, ich habe mit Victors Zuschauern zusammen in seinem Livestream Stumble Guys gespielt und seine Zuschauer waren so gut. Wir haben fast jede Runde... Oh Gott, ich bin hier ran hängen geblieben. Wir haben fast jede Runde verloren gegen seine Zuschauer. Das war nicht zu fassen. Jetzt spiele ich hier gegen Randoms und ich bin Zweiter. Ich meine, ich bin Erster. Okay. Oder sind das alles... Das sind Mobile-Spieler, glaube ich. Guck mal, die haben alle noch so Standardnamen. Okay. Okay, interessant. Gucken wir mal. Stumble Guy haben wir hier auch noch einen. Der läuft gegen diese Wand gegen. Stabil, Bruder. Aber er hat es auch noch stabil ins Ziel geschafft. Okay, während wir hier noch drauf warten... Würde ich einfach mal Stumble Guys wieder Szene wechseln. Dann gucken wir uns Block Dash an. So, da soll es auch krasse Tricks geben. Ich habe schon einen Trick gesehen. Okay, der erste Trick ist, wenn man hier... Ah ja, stimmt, den habe ich gesehen. Man kann hier einfach diesen machen. Und wenn das Ding runtergeht, kann man sich rübersliden. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Also, wenn man gerade runtergekickt wird von einer 2-Block hohen Wand, dann muss man kurz vorher springen. Und wenn es runtergeht, dann muss man dashen. Nochmal hier in Zeitlupe. Hochspringen und dann dashen. Und dann schafft man das. So, und währenddessen ist die Stumble Guys Runde dann auch wieder vorbei. Ich habe es natürlich weiter geschafft, also... Okay, das war schon ein bisschen weird, aber ich bin drin. Gut, versuchen wir es direkt mit der nächsten Runde. Vielleicht kommt da die Map. Aber ich glaube, das war mal so eine Starter-Map. Mal schauen, mal schauen. Es dauert echt lange, bis der Spielmodus gewählt wurde. Kann sich das Spiel irgendwie nicht entscheiden? Das hier. Okay, dann den Modus muss ich auch durchspielen, weil da gibt uns das Video keine Tipps und Tricks. Aber eigentlich ist der einzige Tipp... Ja, lasst euch nicht von dem... Laser verbrennen, so wie die da. Okay, ich glaube, ich werde das hier easy gewinnen. Guck mal, wie viele schon draußen sind. Es muss nur noch einer eliminiert werden. Warte, ich warte jetzt hier hinten. Ich warte jetzt hier hinten. Oh Gott, jetzt wird's schwierig. Ja, ich bin qualifiziert. Okay. Vergesst es. Oh Gott. Alle weg. Yay! Oh Gott, wie einfach ist Stumble Guys, wenn man gegen Random spielt? Leute, das hättet ihr mir mal sagen müssen. Victors Zuschauer sind ja richtige Monster im Vergleich zu diesen Randoms. Oder gibt's hier... Nee, es kann hier doch kein Ranking-System geben, dass ich jetzt mit Noobs spiele, oder? Ja, einfach hüpfen. Einfach hüpfen. Und das Leben genießen. Hopp und hopp und hopp und hopp. Und vier Leute sind schon draußen. 4 von 7. Oh Gott, wenn ich jetzt hier einfach runtergehe. Ach ja. Einfach warten. Ich muss einfach nur warten, bis da unten irgendjemand noch runterfällt. Alter, als ob. Ich bin ganz oben. Ich bin ganz oben und unter mir ist alles noch easy. Ich kann hier einfach hüpfen. Ich bin qualifiziert. Als ob. Das war ja viel zu einfach. Ich habe gewonnen. Das war's schon. Was? Wie einfach war das denn? Okay, mit diesem Trick gewinnt hier auch jedes Match. Einfach besser sein als die anderen. Okay, wir schauen uns jetzt weiter das Video an, weil ich will die nächsten Tricks wissen. Zweiter Trick für Block Dash. Okay. Was?
Hä, wie hat er das gemacht? Hä? Nochmal. Das ist ein Glitch. Der glitscht voll durch den Block durch. Seht ihr das? Okay, er zeigt den dritten Trick. Okay, wenn man jetzt gefangen wird, dann soll man zurücklaufen. Oh, wie schlau ist das denn? Man kann gegen diese Dinger gegenlaufen. Dann wird man zurückbounced. Okay, das ist smart. Ich verstehe. So, hier. Ja, also das war jetzt kein krasser Trick. Das war einfach nur Gameplay, würde ich sagen. So Gaming, wie man es kennt. Also das war kein Trick. So sollte man es einfach spielen. Aber okay, okay. Kann man auf jeden Fall so machen. Super Slide and Tricks. Da gibt es dann die Super Slide. Okay, die Super Slide ist auch ganz cool. Da gibt es bestimmt ein paar coole Abkürzungen. Also ja, erstmal das Trampolin. Also was das jetzt für ein Trick war. Also man kann da rein dashen und ist schneller drin oder so. Okay, diese Abkürzung, die können wir auf jeden Fall ausprobieren. Als ob. Das ist ziemlich krass, was der da gerade macht. Okay, der dritte Trick. Okay, wenn wir bei den Dashes sind, kann man darüber. Unten durch? Was? Warte, das müssen wir nochmal angucken. Der springt hier rüber und dann bounce er hoch und dann ist er unter... Was? Wie geht das? Was ist das für ein Spiel? Warum funktioniert das überhaupt? Hä? Okay, nächster Trick. So, dann slidet er hier lang. Einfach, ach so, einfach am Rand lang, dass man diese Hindernisse... Und dann einfach oben drüber, damit er die Hindernisse nicht mitmachen muss. Verstehe? Ja, und jetzt ist wieder Race to Finish. Warum zeigt er das jetzt nochmal? Ist ihm sein Footage ausgegangen? Ja, ich glaube, er erzählt hier nur noch, weil er zeigt jetzt wieder dasselbe Footage. Das waren dann alle Tricks. Für die drei Maps hat er uns Tricks gegeben. Also ich wurde ein bisschen angelogen, weil es sind nicht für alle Maps krasse Tricks dabei. Aber wir probieren die jetzt nochmal aus. Also ich gehe jetzt nochmal in eine neue Lobby. Sofort eine gefunden. Okay, es läuft durch. Und jetzt bitte Race to Finish. Gib mir Race to Finish. Gib mir Race to Finish. Da ist es. Und? Hä, nochmal diese Map? Na gut, dann machen wir das jetzt. Einfach durchlaufen. Oh nein, ich häng fest. Okay, jetzt bin ich ziemlich weit hinten. Ich werde trotzdem nicht verlieren, aber trotzdem, ich bin sehr weit hinten. So, laufen wir einfach lang. Upsala. Und dann hier. Oh, da bin ich fast hängen geblieben. Meinte ich, schaffe das noch? Nee, das schaffe ich nicht. Da muss ich hier links außen drum. Was? Nein! Oh, der Checkpoint hat noch gezählt. Oh, Gott sei Dank, ich bin trotzdem Erster. Obwohl ich gefailt bin. So, und dann machen wir den hier. Und sind Erster schon wieder. Ich weiß zwar nicht, wie ich es hier jetzt geschafft habe, Erster zu werden. Aber das ist halt so ein Stumbleguys-Moment, ne? Das ist absolut so ein Stumbleguys-Moment. Jetzt haben wir den Typen hier, der ist erst hier hinten. Okay, ich sehe, warum er erst hier hinten ist. Oh nein. Oh nein. Er läuft durch den Schlamm durch. Wenn er jetzt noch gegen die... Oh Gott, gut. Aber er hat es nicht reingeschafft. Runde vorbei. Tut mir leid. Yay, ich habe es geschafft. Okay, jetzt hätte ich gerne hier Block Dash. Gib mir Block Dash. Weil manche dieser Tricks, die wir eben geguckt haben, die sind einfach unglaublich. Also, okay, Pivot Push ist in Ordnung. Weil diese Tricks, hä? Manche sahen nicht so aus, als ob die legit wären. Hier muss man übrigens immer rechts laufen, weil Leute laufen immer rechts. Und das ist ein Trick, den ich euch mitgeben kann. Wenn ihr rechts lauft, dann habt ihr kein Problem damit, dass andere euch den Weg versperren. So, einfach rechts laufen. Hier einfach geradeaus weiter, weil das Ding kommt runter. Und hier können wir jetzt versuchen, außen über den Rand rüber. Aber ganz im Ernst, braucht man nicht. Aua! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin tot. Ich hab versagt, Leute. Als ob. Okay, es war mein Fehler. Da wollte ich gerade echt zu viel. Ich hatte gerade zu große Klappe. Jetzt werde ich verlieren, Leute. Ich hab verloren, Leute. Weil ich zu große Klappe hatte. Okay. Ich meine natürlich, ich habe jetzt mit Absicht verloren. Damit wir direkt das nächste Mal... Ich möchte jetzt eine der Maps, die wir eben gesehen haben, spielen. Weil gestern, als ich mit Victor das zusammen gespielt habe, da kamen nur diese Maps. Und jetzt will ich auch die Map. Komm, gib mir. Und... Oh, nee. Die ist mir zu anstrengend. Aber ich glaube, hier muss ich auch ewig warten, bis die anderen dabei sind. Kann ich das Spiel verlassen irgendwie? Nee, ich kann nicht vorzeitig verlassen. Schade. Ja, guck mal, die ersten fallen schon runter. Ich habe nicht gedasht. Aua. Mir wurde gerade auf die Schnauze gehauen. Übrigens, hier auf dem Schnee seid ihr übrigens einfach schneller, indem ihr einfach springt. Mehr müsst ihr da gar nicht tun. Und bin drin. Easy. Der eine hat schon aufgegeben. Okay, Runde vorbei. Hat doch schneller funktioniert, als ich dachte. Ich dachte, die Map wäre zu schwer für die Leute hier. Okay. So, jetzt gib mir mal hier dieses Pivot Dash. Gib mir. Was? Hä? Was ist mit Jungle Roll los? Ich krieg nur noch Jungle Roll. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Die Map ist jetzt nicht so schlimm, aber es gibt halt auch bessere Maps. Ich meine, ich bin jetzt schon wieder Erster. Ich kann sogar hier lang laufen. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Jetzt war es das mit Erster, weil ich jetzt hier rauf warten musste. Jetzt muss ich wieder auf diese Wand warten. Das Spiel will mir echt nicht erlauben, Erster zu bleiben. Aber na gut, ich bin immer noch Erster. Worüber beschwere ich mich, ne? So. Und Erster.
Yay! Oh, der eine Typ, der macht sehr viel Taktik hierbei. Oh, er wird es nicht schaffen, weil der Hit... Oh Gott, er ist rausgefallen. So, noch 8 Leute verbleiben. Jetzt geht's in die letzte Runde. Und das wird wahrscheinlich nicht Pivot Dash sein. Mal gucken, was die letzte Runde für uns bietet. Und es ist... Ah, schon wieder das mit den Lasern. Vermeide Laser. Okay, ich vermeide die Laser. Muss jetzt der letzte sein. Ja, das schaffe ich, glaube ich, gar nicht. Ey, komm her, Laser. Dem habe ich es gegeben, oder, Leute? Der erste hat sich einfach lasern lassen. Der zweite hat sich lasern lassen. Es sind schon 4 Leute eliminiert. Was? Durch den ersten Laser? Ist das normal, Leute? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie häufig ihr das seht, dass andere Spieler so schnell weggelasert werden in diesem Modus. Weil wir sind hier nur noch 3 Leute. Nur noch 3. So, jetzt kommt gleich ein Laser von dort schräg. Und der nächste ist erledigt. Und jetzt muss man schon ein bisschen timen und er ist schon weg. Jetzt, wo es gerade schwer wurde, ist er raus. Ich konnte nicht mal richtig loslegen und habe schon wieder gewonnen. GG auf jeden Fall. Aber ich werde jetzt noch einmal versuchen, diese Map zu bekommen. Es kann doch nicht angehen. Ich muss doch für euch testen, ob diese Glitches funktionieren. Vor allem die, wo der sich so komisch durch die Wände durchglitscht. Oh, ich kann mir wieder einen zufälligen Skin holen. Meint ihr, ich hole mir jetzt einen legendären? Einmal legendär, please. Nur einer. Und gewöhnlich, na gut. Fireman Smokey. Okay, wir probieren es noch einmal. Wenn ich jetzt keine der 3 Maps bekomme, die vorgestellt wurden, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann sind die rausgepatcht worden oder so. Obwohl ich sie hier immer sehe. Pivot Pash. Das ist nicht die Map, die ich spielen möchte. Aber wie gesagt, bei Pivot Pash immer rechts laufen. Weil fast alle immer rechts laufen. So, hier dann wieder rechts laufen. Und wir haben es geschafft. Als ob wir das nicht geschafft haben. Okay, ab und... Das war gefährlich gerade. Aber einfach rübergehauen und bam. Nein. Oh Gott, das war gerade gefährlich. Ich wäre fast nicht Erster geworden. Meint ihr, kriegt man in diesem Spiel eigentlich ordentliche Belohnungen dazu, wenn man Erster wird? Also wenn ihr das wisst, wenn ihr irgendwelche Tipps noch zu dem Spiel habt, die ich nicht kenne, schreibt sie mir bitte auch in die Kommentare. Vollgeist ist es ja so, wenn du Erster wirst oder Top 10 bist, dann kriegst du ja nochmal extra Belohnungen. Und ich habe das Gefühl, hier ist das nicht so. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, falls das doch so ist, weil wenn ja, wäre das ziemlich cool. So, und die nächste Map wird... Als ob. Vermeide die Laser. Laser Tracer. Okay. So, der erste Laser wird schon mal alle eliminieren. Was? Nur 3 Leute? Okay. Dann werden die... Oh, guck mal. Wenn so 2 Laser kommen, dann müsst ihr teilweise warten, bis die weit genug auseinander sind. Ich muss nicht mal über den zweiten springen. Es ist so lächerlich. Okay. Bro geht raus an die gefallenen Brüder. Jetzt endlich! Block Dash! Das erste Mal, dass ich jetzt Sachen ausprobieren kann. Okay, ich muss jetzt ein hohes Risiko eingehen. Als erstes mache ich diesen einen Trick, wo man einfach so springen musste. Und dann... Das hat nicht funktioniert. Okay. Ich muss das nochmal ausprobieren. Na, ich will das ausprobieren. Okay, das hat immer noch nicht funktioniert. So, jetzt, wenn ich diesen mache... Nee, man kann sich da nicht durchglitschen. Der Trick ist eine Lüge. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Nochmal. Okay, dann probiere ich jetzt den zweiten Trick. Ich lasse mich jetzt von dem Ding runterschieben. Und ich springe. Und ich habe zu früh gedasht. Das hätte funktionieren können, aber ich habe zu früh gedasht. Okay. Schade. Okay, damit bin ich dann raus. Ich konnte die Tricks leider nicht alle ausprobieren. Probiert sie mal selber aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!